Hey Leute, ich bin's Fritz und heute gibt's wieder 24 Stunden Survival. Ich habe eine Zusammenarbeit mit dem neuen Film Operation 12 Strong, der am 8. März in die Kinos kommt und bei dem es um Special Forces geht. Aber dazu später mehr. Elite-Soldaten sind in Krisengebieten unterwegs, in zerstörtem urbanem Gelände. Je nach Einsatz haben sie ein sogenanntes SERE-Pack immer am Mann. Es ist vergleichbar mit einer Art Survival-Kit. Das steht dabei für Survival, Evasion, Resistance and Escape. Ich werde die nächsten 24 Stunden versuchen, mit solch einem Survival-Kit klarzukommen und dabei den Fokus darauf legen, möglichst unerkannt unterwegs zu sein. Beim Überleben kommt es ja immer auf verschiedenste Punkte drauf an. Nahrung, Wasser, Feuer, Unterkunft. Aber in diesem Fall natürlich auch auf das Thema Sicherheit. Also wie bewege ich mich fort? Werde ich gesehen? Wie bleibe ich unerkannt? Ich habe ein Funkgerät dabei. Um das Ganze ein bisschen realistischer zu machen, weiß ich nicht, was mich wirklich erwarten wird. Und dann würde ich sagen, legen wir los. We have a visual on enemy paratroopers at grid Papa Uniform 259er. Ich habe erstmal versucht, so schnell wie möglich aus dem Gefahrengebiet rauszukommen. Einfach rechts schnell in den Wald rein. Da war es sehr schnell dicht. Linke Seite, groß Freifeld, Gebäude, keine Ahnung, was in diesem Gebäude ist. Hier meine Karte vom Gelände. Zentrale hier, Fritz, wurde angesprengt. Keine weiteren Überlebenden. Befinde mich im Einsatzgebiet bei Planquadrat Delta 1. Warte auf weitere Anweisungen. Bitte kommen. Erstes Ziel ist erstmal klein und hässlich machen, unerkannt bleiben, Unterschlupf suchen, ein bisschen weiter aus dem Gefahrenbereich rauszukommen. Ich weiß aber nicht, was mich hier weiter erwarten wird. Hier ist anscheinend irgendwie eine Art Weg und da vorne sieht man auch so leichte Spuren. Ich versuche also alles auszuchecken und dann schnell rüberzukommen. Was im Pack leider nicht drin ist, ist irgendwelche Tarnschminke. Durch die Sachen, die ich anhabe, bin ich ja schon mal recht gut getarnt, aber was mega auffällt, ist halt immer das Gesicht. Der Boden ist knüppelhart, er ist komplett gefroren. Gerade auf Flugzeug. Ist vielleicht ein bisschen eklig, aber was natürlich hilft. Quasi wie eine Art Schlammpackung. Ihr seht sofort, ich kriege ein bisschen Schatten von der Kapuze und mein Gesicht fällt nicht mehr ganz so stark auf. Zentrale, bitte kommen hier, Fritz, warte immer noch auf Anweisung. Befinde mich immer noch in Planquadrat Delta 1. Wiederhole, Delta 1, kommen. Ja, hier Flecki, verstanden. Trupp Fritz versprengt. Ihre Aufnahme durch eigene Teile wird derzeit sichergestellt. Auftrag Fritz. Muswert, Ihrer letzten genannten Koordinate zum Bau des Geländes aufgeklärt. Erkunden Sie von Charlie 1 über Zwischenziel Foxtrot 6 Gelände auf irreguläre Kräfte und erreichen Sie Release Point Delta 1-2. Meldung der Aufklärungsergebnisse an Flecki um 201400. Alpha, Foxtrot, Echo, Bravo, 2018. Sendebereitschaft, jede volle Stunde für 10 Mike. Viel Glück, Flecki, Ende. Flecki hier, Fritz, so verstanden, Ende. Wo ich auf jeden Fall aufpassen muss, ist dieser Bereich hier, die ersten drei Gebäude. Die Leute, die bei der Bundeswehr waren, die kennen das. Der sogenannte Horchhalt. Das heißt, immer mal laufen, stehen bleiben, nichts machen und einfach nur hören. Wenn man selbst in Bewegung ist und einfach auf den Boden tritt, atmet und so weiter, dann nimmt man die Umgebungsgeräusche nicht so wahr. Deswegen immer ein paar Meter laufen, anhalten, horchen.
natürlich auch umgucken und dann langsam weiter. Ich habe jetzt hier gerade ein Stück Draht gefunden, lag irgendwo auf dem Boden, kann man immer mal gebrauchen, packe ich auf jeden Fall ein. Da ist eine Turbine, da war mein Start und dort hinten ist eine. Das war hier die näher dran ist, die linke, und das ist die weiter hinten ist. Das heißt, ich müsste bald auf diese Straße stoßen und dann auf die Gebäude. Da vorne ist jetzt gleich ein Weg und auch das erste Haus. Blick auf die Karte. Es wartet noch eine ganz andere Herausforderung auf mich. Ich glaube, das Schwierigste wird einfach die Nacht werden. Hier kann man sich wieder gut orientieren an der Turbine. Schnell Deckung zwischen den Bäumen suchen, gucken. Hier sind auf jeden Fall Reifenspuren gewesen. Das heißt, hier fahren Fahrzeuge lang. So, hier ist immer ein bisschen in Deckung. Ich wollte euch hier nochmal ganz kurz zeigen, was ich überhaupt alles dabei habe. Klar, die Sachen, die ich anhabe. Handschuhe, mein Funkgerät für die Zentrale, meine Karte, GoPros, GoPro-Halterung, Ersatz. Akkus für die GoPro, Bildkamera, Speicherkarten, Kameralicht, Ersatzbatterien, Drohne, Erste-Hilfe-Set. Und das sind eigentlich die zwei Sachen, die ich wirklich nutzen werde. Zum einen eine Feldflasche, da werde ich gleich mal einen Schluck draus nehmen. 1 Liter 24 Stunden bei der Anstrengung ist auf jeden Fall zu wenig. Hier ist noch ein kleiner Alubecher drin und das ist das SERE-Pack, von dem ich gesprochen habe. Sachen zur Wasserentkeimung, ein Feuerstahl mit Magnesium, ein Tampon als Zunder, bisschen Schnur, Signalpfeife, großes Knicklicht und auch noch ein Signalspiegel, eine kleine Notverpflegung, Bundeswehrtaschenmesser, Rettungsdecke in Oliv, ein Notfallbiwaksack. Das sind auf jeden Fall Sachen, die ich gut gebrauchen kann und mit denen ich was machen kann, aber Leute, wir haben Winter. Es ist Februar, es ist arschkalt, auch wenn jetzt noch die Sonne scheint. Aber alles ist gefroren und heute Nacht, wenn die Sonne weg ist, wird es richtig knackig. Mal kurz auf die Karte gucken. Ich befinde mich jetzt ziemlich im zentralen Gebiet. Dort vorne sieht es aus, als würde dort ein alter Bus stehen. Ich werde versuchen, noch ein bisschen weiter im Dickicht nach vorne zu kommen. Und dann, glaube ich, oben rum in der Deckung des Waldes das Ganze nördlich zu umrunden. Das Ding ist, dass ich noch genau 11 Minuten habe. Und dann habe ich 10 Minuten Zeit zum Funken. Wichtig, wieder schön klein und hässlich machen. Ein Flecki hier, Fritz. Befinde mich nun im Sektor Bravo 10. Wiederhole, Bravo 10. Der Release-Sektor D12 ist nicht erreichbar. Da sich Panzerstellungen befinden, Panzersperren, Fahrzeugsperren, habe immer wieder vereinzelt Fahrzeugspuren gefunden, habe ebenfalls eventuell aktiven Bus bei Gebäude 20 gefunden. Weißer Bus mit roten Streifen. Höre immer wieder vereinzelt Stimme, Arbeiter und Fahrzeuge. Aktuell kein Sichtkontakt. Warte auf weitere Anweisungen. Ja, hier Flecki, verstanden. Gut so. Ziehen Sie unter im Bereich Bravo 8. Dort ehemals verlassene Radarstation. Richten sich dort zur zeitweiligen Verteidigung ein. Eigene Kräfte zur Aufnahme vor Morgendämmerung. Nicht verfügbar. Flecki, Ende. Okay, Leute, Abflug. Gleich werde ich mir eine schöne Unterkunft für die Nacht bauen und während ich jetzt zum Gebäude 13 laufe, würde ich sagen, guckt ihr euch mal den Trailer zu Operation 12 Strong an.
Film ab. Bei einem mutmaßlichen Terrorangriff sind zwei Flugzeuge in das World Trade Center gestürzt. Wir werden kämpfen, das verspreche ich euch. Lehrbuchtaktiken werden uns hier nicht weiterhelfen. Freund und Feind sind nicht zu unterscheiden. Das Kampfgebiet ist von unzähligen Kriegen verwüstet. Wer behauptet, dass er so etwas schon erlebt hat, lügt sie an, Sir. Es ist schwer zu begreifen. Wie kann man seine Familie lieben und dann in den Krieg ziehen? Nach der Landung stoßen wir zu einem Warlord, über den wir fast nichts wissen. Wir werden reiten. Ernsthaft? 50.000 Al-Qaida-Kämpfer gegen ihre 12-Mann-Armee. Wieso folgen ihnen diese Männer? Wen haben sie getötet? Sie wollen sehen, wie ich töte. Bringen Sie mich zu den Taliban und ich zeig's Ihnen. Ich werde keinen Mann verlieren. Wir werden sie besiegen. Es ist mir egal, wie lange du weg bist. Komm nur zu mir zurück. Ich möchte, dass du sagst. Ich komme wieder zurück. Ich habe den Film aktuell noch nicht gesehen, aber der Trailer ist schon mal sehr vielversprechend. Ich werde mir auch direkt zum Kinostart am 8. März reinziehen. Beruht übrigens auf einer wahren Geschichte in der Hauptrolle Chris Hemsworth. Und es scheint ein spannender Actionfilm zu werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und jetzt geht's weiter. Okay Leute, dort vorne scheint das Gebäude zu sein. Hier ist auch eine alte verlassene Stellung. Lass mal kurz hören. Ich hatte überlegt, mir vielleicht das Tarnnetz zu nehmen, auszuschneiden, damit ich mir das so ein bisschen überhängen kann. Allerdings hört man selbst. Ich glaube, wenn ich mir das überhänge, höre ich gar nichts mehr. Bin auch extrem laut. Okay, hier sind auch welche Strohballen. Seht ihr das? Die kann ich auf jeden Fall gut verwenden. Da liegen auch noch welche. Und hier schaut mal, Feuerholz. Jackpot, würde ich sagen. So viel zum Thema Temperaturen. Am besten ist natürlich irgendein Raum mit Tür vielleicht. Was ist das hier? Die Frage ist natürlich, wie mache ich hier drin Feuer, ohne vergiftet zu werden? Also werde ich jetzt erst ein bisschen auf Materialsuche gehen, hier alles zusammensuchen und dann basteln. Ich habe mich für den Raum entschieden, weil er relativ klein ist. Das heißt, weniger Raum, den man aufwärmen muss. Paracord und Messer brauche ich gleich. Okay, das Ganze sind 4 Pakete mit genau solchen, ja, ich sag mal, Keksen. Ohne Scheiß, das tut gerade echt gut. Energie. Ganz wichtige Info noch, nehmt dieses ganze Militär-Elite-Special-Force-Szenario nicht ganz so ernst. Mir ging es darum, auch so ein bisschen in die Urban-Survival-Richtung zu gehen. Also einfach mal auch in einem urbanen Raum zu improvisieren. Mit einem Bett, mit einer Feuertonne. So verschiedenste Sachen, die man im Wald nicht hat. Aber vielleicht in einem verlassenen Gebiet, in einem zerstörten Gebiet, in einem Krisengebiet. So ein bisschen damit improvisieren. Kleiner Trick, wenn es um Survival geht und ihr ein Stück Paracord habt. Und zwar besteht dieses Paracord ja aus verschiedenen Strängen. So befinden sich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stränge drin. Und ihr habt natürlich auch noch den Mantel. Ist ein bisschen fricklig. Ah, das war heiß. Heieiei. Da müsst ihr aufpassen. Mantel und 6 Einzelstränge. Aus 3 Meter nach 21 Meter. Hier drin im Lager ist soweit alles safe. Ich werde jetzt draußen eine kleine Alarmanlage im Flur aufbauen, falls jemand kommen sollte.
und dann natürlich die Türen hier verrammt. So, es hat ein bisschen gedauert, aber die Falle steht, sie ist scharf. Ich zeige sie euch jetzt und danach machen wir mal einen Testauslöser. Wenn jemand zu mir kommen will, muss er hier dran vorbei. Hier steht jede Menge Zeug rum. So. Was man aber nicht gesehen hat, ist, dass sich hier ein Stolperdraht befindet. Seht ihr den? Der ist hier drüben am Scharnier fest. Ist circa auf Knöchelhöhe, geht dann hier rüber. Ist ein bisschen von der Tonne kaschiert. Und hier ist das Ganze an einem Stock festgemacht. Wenn man hier jetzt gegenkommt, reißt der quasi raus, weil der ist nur hier hinter geklemmt. Hier hinter ist jetzt eine zweite Schnur. Die geht hier lang, hat hier einen Umlenkpunkt, geht dann hier am Türrahmen hoch, über diesen Nagel, der war schon drin, hier lang, um dieses Rohr. Und hier ist das Gewicht dran, ein schwerer Birkenstock. Und der fällt dann runter und knallt auf dieses Fass. So zumindest die Theorie. Klar, wenn jetzt jemand mit einer Taschenlampe kommt und komplett reinleuchtet, dann wird er diese Stolperschnur sicherlich sehen. Aber dann wird er wahrscheinlich auch so laut sein und so viel im Licht rumhampeln, dass ich das vorher mitbekomme. Und ich würde sagen, wir testen das Ganze mal. Das kracht richtig rein. Ich hoffe einfach nur, dass das Ding heute Nacht nicht losgeht. Weil dann stehe ich so im Bett und weiß aber auch nicht, was ich da machen soll. So, die zweite Falle ist auch installiert. An der Türklinke festgeknotet. Und dann geht das Seil bis hier. Das heißt, ich kann das Ganze auch ohne Probleme schnell wieder abmachen, wenn ich mal raus muss auf Toilette. Nochmal Feuerholzsohle, was auch immer. Und dieses Blech, das hier dran steht, wenn das umfällt, schöppert das richtig. Wir können ja mal einen kleinen Test machen. Das ist richtig laut. Ich hoffe, dass auch diese Alarmanlage nicht auslösen wird. Die Sonne ist untergegangen, es ist mittlerweile dunkel und wir haben auch schon Minusgrade, es ist also ordentlich kalt. Und das heißt, ich werde jetzt anfangen, das Feuer anzumachen. Ich habe schon mal ein paar Späne gemacht. So, ich fächer den Tampon jetzt ein bisschen auf, um an ordentlich Zunderwatte zu kommen. Das ist ja ein Feuerstahl, an dem sich hier noch ein Magnesiumblock befindet. Hier sieht er diese feinen Magnesium-Splitter. Gucken wir mal, ob das schon funktioniert. Nein, 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 nein. Scheiße. Ja, das war ein Satz mit X. Der Tampon ist so schnell weggeflammt. Bin ich gar nicht gewohnt, weil ich immer mit Birkenrinde arbeite. Aber das Gute ist, hier ist ja auch wieder Birkenrinde. Ja Leute, folgendes Problem. Meine Abzugvariante mit der Plane funktioniert nicht und in dem Raum ist gerade richtig viel Rauch drin, obwohl das Feuer an sich nicht viel raucht. Ich habe jetzt sofort vorne die Tür aufgemacht, dass der Rauch erstmal abziehen kann, aber es sieht gerade aktuell so aus, dass ich hier in dem Raum definitiv kein Feuer machen kann, weil der Rauch nicht ordentlich abzieht. Und ich habe definitiv keine Lust auf eine Rauchvergiftung. Ich werde jetzt erstmal kurz abwarten, das Feuer ein bisschen runterbrennen lassen und nochmal reingucken. Und wahrscheinlich auch die Plane abbauen. Seht ihr das im Lichtkegel, wie hier der Rauch drin hängt? Aber volle Kanne. Selbst hier unten auf dem Boden, ihr seht es vorne im Lichtkegel, wie viel Rauch hier drin ist. Wenn ich jetzt aufstehe, man hat es gerade sehr schön gesehen, wie der Rauch nach oben aufsteigt und aber die Luft von außen durch den Zug
quasi den Rauch richtig rein in den Raum wirbelt. Also der Rauch zieht nicht raus aus dem Fenster, sondern kommt quasi eher rein in den Raum. Brauchen wir uns nicht drüber unterhalten, ist absolut lebensgefährlich, wenn man da jetzt irgendwie eine Nacht drin verbringt. Das geht nicht. So, ich habe jetzt noch einen anderen kleinen Raum gefunden und werde jetzt umziehen. Und jetzt schauen wir mal, was wir noch in dem Survival Kit mit dabei haben. Das ist also hier dieser Notfallschlafsack. Sieht aus wie eine stinknormale Tüte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Ding warm hält. Reflektordecke. Ich habe jetzt übrigens keine zusätzlichen Klamotten oder sowas an. Ich habe genau das gleiche an, was ich auch tagsüber anhatte. In diesen Momenten fragt man sich dann, warum? Warum eigentlich? Aber gut, probieren wir es aus. Gute Nacht. Oh, Scheiße. Es fühlt sich so ein bisschen an, als wäre die Kälte so ein Kriechtier, das so ganz langsam ankommt und zuerst in deine Füße kriecht, richtig rein und dann ganz langsam so in die Beine reingeht oder von unten in den Rücken rein. Also ab meinen Knien abwärts. Es ist richtig gefühlt gefroren, es kraucht durch den Rücken. Oh, kennt ihr? Leute, ihr wisst, ich mag immer mal gewisse Grenzsituationen, aber das fühlt sich nicht mehr gesund an gerade. Ab dem Punkt werde ich jetzt abbrechen. Ich habe keine externe Feuerquelle, Wärmequelle, um mich wieder aufzuwärmen. Feierabend. Ich merke richtig, wie ich nicht mal richtig klar den Satz formulieren kann, weil mein Kopf nicht hinterherkommt. Wenn euch dieses Video trotzdem gefallen hat, dann Daumen nach oben, Kanal abonnieren, um nichts zu verpassen. Und bis zum nächsten Mal. Und nicht Operation 12 Strong vergessen. Ciao, ciao.